Einen wunderschönen guten Tag und einen wunderschönen guten Morgen und guten Abend zu der neuen Folge von der Rags to Riches Challenge, die etwas anders ist. Wir sind hier in Folge 19 von der etwas anderen From Rags to Riches Challenge. Willkommen zurück auf meinem Kanal Verinea. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser etwas ganz besonderen Folge. Denn diese ganz besondere Folge Nummer 18, 17, 17. 18, sucht euch bitte die richtige Zahl aus. Habe ich es natürlich wieder geschafft. Ich habe mich gemutet. Bum, bum, psch. Super. Ich freue mich total drauf, jetzt hier das nachzuvertonen. Und wir haben jetzt einen Anruf von Lisa bekommen. Ich muss schon wieder niesen. Richtig perfekt zum Aufnehmen einer Nachsynchronisierung, um sich dann wieder zu muten. Wenigstens haben wir noch den Spielsound. Wie auch immer wir das hingekriegt haben, Karen und Lisa sind jetzt beste Freunde, sind jetzt gute Freunde geworden. Was ich tatsächlich sehr erstaunlich finde, denn Karen ist eigentlich so super ehrgeizig und Lisa ist eigentlich für Karen eher so die größere Enttäuschung. Aber so what? Vielleicht zieht Karen mittlerweile auch einfach den Hut vor Lisa, dass sie es schafft, ihr eigenes Ding zu machen. Deswegen treffen sie sich jetzt auf ein gemeinsames Treffen. Und hier überlege ich, was wir als nächstes bauen. Was könnten wir uns in unserem neuen Zuhause als sinnvoll vorstellen? Und ich habe mich dann dafür entschieden, was ich gerade da geklickt habe. Es macht so eine wahnsinnige Freude. Huch, da habe ich ja tatsächlich noch eine Wasserfalldusche in meinem Inventory gefunden. Ja, dann würde ich mal sagen, verkaufen wir noch die alte Dusche und stellen die neue hin. Ausgezeichnet. Da werden wir auch noch unseren Spaß mit haben, früher oder später. Das werdet ihr vielleicht noch zu Gesicht bekommen. Aber let's see then. So, da probiere ich mich so ein bisschen farblich aus, damit es auch alles ein bisschen besser zusammenpasst. Die Toilette gefällt mir immer noch nicht so gut, aber gut, wir jammern auf leiserem Niveau. Und da schaue ich mir an, was noch alles möglich wäre. Was brauchen wir jetzt alles noch in diesem Areal? Und ja, Kringelkreis, Kringelkreis mit der Maus. Oh, Lisa ist wieder da. Mensch, das ist meine Rettung für diese Nachsynchronisierung. Ich würde sagen, gerade noch die Kurve bekommen. Oh Gott, wenn ich mich nur daran erinnern würde, was ich da erzählt habe. Es war bestimmt wahnsinnig interessant und irre spannend. Jetzt habe ich mich bestimmt darüber geärgert, dass sie das Möbelstück, was ich ausgewählt habe, nicht angefangen hat zu bauen. Und es wird, glaube ich, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, eine Kommode. So, und da kriegen wir auch Besuch. Und zwar bekommen wir Besuch von, ich habe ihren Namen vergessen. Ich habe letzte Woche etwas Cooles für dich hergestellt. Jetzt bin ich total überrascht und möchte ihr natürlich Hallo sagen, obwohl ich das vorher nicht wollte. Das weiß ich noch. Und möchte ihr dann jetzt Hallo sagen. Dann drücke ich versehentlich F2 und freue mich, dass ich mit F2 in den Baumodus komme und denke so, oh, das ist ja total fancy. Oh, das steht ja da oben bei allen Sachen dabei, dass man da Shortcuts für benutzen kann und freue mich. Wie ein Keks. So, da Lisa sich aber nicht von ihrer Arbeit irritieren lässt, bleibt sie da hinten stehen und Tina Tinker irritiert mich an dieser Stelle, denn Tina Tinker hat eine Liebesleiste mit Lisa. Und da frage ich mich an der Stelle, ach Christian, Mensch, was willst du denn jetzt? Ach Mann, Opa. Lieblingsenkel, glaubst du, dass ich heute etwas Zeit mich nehmen kannst? Oh, ich bin hin und her gerissen. Wisst ihr was? Es ist an der Zeit, zu den Großeltern zu fahren und unseren neuen Freund mitzunehmen. Es ist an der Zeit, unseren Freund, unseren Großeltern vorzustellen. Dann habe ich mich tatsächlich an der Stelle kurz gewundert, wer Johnny ist. Ich bin so ehrlich und gebe es wenigstens jetzt zu und mir fällt einfach partout nicht ein, wer Johnny ist. Oder war das in der Folge davor und mir fiel jetzt ein, dass Johnny ihr Ex-Freund ist? I don't know. Jedenfalls gehen wir jetzt mit Makoa zu unseren Großeltern und lassen das Ganze jetzt mal auf uns wirken. Und es ist so schade, dass jetzt gleich meine Synchronisierung vorbei ist. Denn ab jetzt übernimmt wieder die Nea der Vergangenheit. Ich klopfe hier jetzt auf meiner Tastatur rum, es tut mir total leid. Ab jetzt gleich übernimmt wieder die Nea der Vergangenheit. Danke, Nea, dass du irgendwann, bin ich schon die ganze Zeit verstanden hast. gemutet. Ich gehe mich ganz kurz erschießen. Klitzekleinen Moment. Dass du gemutet warst. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei der Folge. So, meine lieben Friendos. Jetzt gerade ist der Moment eingetreten, an dem ich geschnallt habe, dass ich mein Mikrofon gemutet habe. Ich Volldepp. Ah, ich kann also einen Teil von der letzten Folge und den ganzen Anfang dieser Folge nachvertonen. Und oh Gott, wie kann man denn so dämlich sein? Ich habe so coole Sachen gesagt, die kriege ich doch im Nachhinein nie wieder zusammen.
Ja, also es tut mir sehr leid, mit dem super smart, wie ich bin, habe ich tatsächlich es geschafft, mich zu muten. Ich habe eine wundertolle Begrüßung in Folge 17 gehabt. Ja, fühlt euch jetzt nachträglich nochmal live von mir begrüßt. Die Nea der Zukunft, die wird das ja nachvertont haben, die wird euch bestimmt auch schon begrüßt haben. Ich bin begeistert. Nicht. So, also, wir sind jetzt hier angekommen und stellen meinen Großeltern Makoa vor. Und ich rede mit dir über Weltfrieden. Wieso kann ich eigentlich mit meinem Großvater flirten? Ist das nicht eventuell etwas falsch, etwas verkehrt? Und ich möchte, dass wir gemeinsam alle hier sitzen. Geht das? Ich möchte auf jeden Fall nicht hier draußen mit Diego Lobo die ganze Zeit rumstehen. Super Dude bestimmt, aber Leute, ich bin so frustriert, dass ich mich gemutet habe. So blöd, blöd, blöd. Und wo zum Geier ist eigentlich. Du kannst doch nicht schon wieder gehen. Wo zum Geier ist eigentlich Grandma? Ich möchte Grandma anrufen. Es ist die Oma, das wissen wir. Und sie ist verheiratet mit Christian, das wissen wir auch. Aber wo ist sie? Das wissen wir nicht. Denn die Wohnung ist ja jetzt nicht allzu klein. Und wenig pompös. Ach, da ist sie ja. Herbeirufen. Können wir dich herbeirufen? Freundlich. Nee, können wir nicht. Ja, du kommst, wenn du willst. Omi, du kommst einfach, wenn du willst. Bist sowieso die Schwierige von den beiden. Und ja, es ist zwar natürlich jetzt schon so ein bisschen offensichtlich, Opa, dass ich diesen jungen Mann hier mitgebracht habe. Das ist aber nicht einfach irgendjemand, sondern er ist halt jemand ganz Besonderes für mich. Und wir hätten uns auch einfach hier drüben hinsetzen können. Das wäre super smart gewesen. Nein, wir müssen hier im Esszimmer chillen. Naja, wieder richtig gut durchdacht. Weißt du, Opa, das ist nach dem ganzen Drama, das wir hatten, muss ich sagen, das ist mein neuer Freund und ich habe ihn wirklich sehr, sehr gern und ich hoffe, ihr mögt ihn auch sehr. Und hallo, nein, Yrks, nein. Und Oma, du warst jetzt leider gerade nicht dabei. Das ist wieder typisch für dich. Ich weiß, du bist halt einfach so, wie du bist. Du interessierst dich mehr für deine Karriere als für alles andere. Nichtsdestotrotz, ich wollte dir gerade erzählen, dass das mein. Hallo, Oma? Kannst du mal bitte wieder herkommen? Oh, ist wieder typisch für dich, dass du dich für alles interessierst, nur nicht für dich, deine Enkelin. Unglaublich. Weißt du, Opa hat mir wenigstens zugehört. So, Oma, und damit du es weißt, ich hab dich trotzdem lieb und du musst dir das jetzt mal ganz kurz anhören, weil ich dich lieb hab. Dankeschön. Also, Oma. Erstens, das geht so nicht mehr weiter. Wir müssen das irgendwie so als Familie auf die Reihe kriegen. Es ist alles ein bisschen schwierig bei uns, aber es ist nun mal einfach so. Und jetzt bleib doch mal einen Moment bei uns, Oma! Okay. Makua, danke, dass du das jetzt übernommen hast. Du scheinst dich da irgendwie besser auszudrücken als ich und schneller zum Punkt zu kommen. Vielen lieben Dank, Oma, Opa. Wir sind jetzt hier wieder eine Person mehr in unserer Familie und ich hoffe, du akzeptierst das so, wie es ist. Also, es scheint ja irgendwie ganz gut zu laufen, ne? Also, sie ist inspiriert, er ist inspiriert, wir sind alle inspiriert. Das ist tatsächlich eine extrem gute Konstellation. Sie mögen sich! Oh, ich glaube tatsächlich, dass Makoa bei Karin oder Karen so gut ankommt, also bei der Oma, weil er ein ehrgeiziger Typ ist und Karen ist super
Freut mich, dass du mich, durch meine Lama-Witze nicht langweilen. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich einfach. Ja, klar. Du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Freut mich, dass mich da war. Lama-Witze. Okay. Er ist ehrgeizig. Wir wissen eigentlich gar nichts über unsere Großeltern. Das müssten wir mal ändern. Freundlich. Kennenlernen, kennenlernen, kennenlernen. Ihr seid ja schon fertig mit dem Erwachsenwerden. Das heißt, ihr müsstet auf jeden Fall schon alle Eigenschaften festgesetzt haben. Und dann werdet ihr auch sehen, dass Karen super anspruchsvoll ist und super ehrgeizig. Und ich glaube, dass sie deswegen auch wirklich Makoa so sehr mag. Und das ist vorbei. Okay, Makoa könnte sich jetzt jederzeit verpieseln. Es war schön, dass du mitgekommen bist, Makoa. Vielen lieben Dank, dass du dich so bemüht hast, meinen Großeltern einen guten Eindruck, bei meinen Großeltern einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und, fancy Kaffeemaschine. Ja. Oma, Opa, jetzt wo Makoa ganz kurz rausgegangen ist, wollte ich mich auch bei euch bedanken, dass ihr nicht so rausgehängt habt hängen lassen, dass ihr halt so viel habt und er eben nicht. Und er ist halt, so wie ich auch, aus bescheidenerem, lebt in bescheidenen Verhältnissen und er weiß halt noch nicht so lange, dass ihr so vermögend seid. Und nein, du gehst nicht schlafen. Ja, okay, Oma. Ich habe es verstanden. Ich rede zu viel. Ist in Ordnung. Wir sind jetzt Friendos. Was auch immer es ist. Ich will es trinken. Ein Zuckerzunder. Nicey. So, dann haben wir auf jeden Fall heute den Tag mit Menschen verbracht, die wir lieben. Und da es etwas angemessener ist, ein Techtelmechtel bei den Großeltern zu haben, als ein Techtelmechtel bei der aktuellen Frau von Makoa, finde ich es nur fair, wenn sie sich jetzt um ein Techtelmechtel kümmern würden. Und so wie es aussieht, haben sie sich ein Schlafzimmer ausgesucht. Oh Gott, jetzt hat sie diese hässliche. Das dulden wir hier nicht drauf. Ach, Opa, sei doch nicht so ein Spielverderber. Ah, schön. Nicht mal bei meinen Großeltern darf ich in meinem eigenen alten. Vielleicht ist das mein altes Zimmer, steht immerhin noch ein Laptop drin. Oder ein Computer vielmehr. Wie sie sich einfach überhaupt nicht aufhalten lassen, ne? Und trotzdem weiter ihren Spaß haben. Aber war wohl wirklich nicht so toll. Versuchen wir mal die Beziehung mit Makua wieder ins Reine zu bringen, weil er fühlt sich doch. Habe ich mich erschrocken. Ich dachte, wir haben keine Liebesleistung mehr mit Makoa. Von jetzt auf gleich. Oh Gott, ich habe schon gedacht hier. Große Katastrophe, grande Katastrophe. Dann gehen wir aber danach nach Hause. Das hat jetzt natürlich wirklich einen kleinen Abbruch getan, aber dann laden wir ihn auf jeden Fall nochmal nach Hause ein und kümmern uns zu Hause darum, dass die Beziehung wieder. Habe ich gerade diesen Moment zerstört, in dem er uns etwas. Ich bin so furchtbar. Ich bin so furchtbar. Er hat uns gerade einen Liebesgesang bereitet. Und ich quatsch die ganze Zeit voll drüber, weil ich es nicht schnalle. Da wäre ich doch mal jetzt gerade gemutet gewesen. Das wäre viel besser gewesen. So eine Schande, so eine Schande. Nun denn, wir sind wieder daheim und begeben uns auf jeden Fall sofort in die Horizontale. Und kümmern uns am nächsten Tag als allererstes um unseren Garten. Haben wir eigentlich Rechnungen, die wir bezahlen müssen? Wir brauchen mehr Money. Money, Money, Money. Beziehungsweise wir brauchen nicht mehr Money, wir brauchen mehr von diesen Dingern hier. Das putzen wir als erstes. Und dann kümmern wir uns um den Garten. So, Lisa, wann bist du mal ausgeschlafen? Schaffst du es noch? Ich hoffe doch. Ich glaube, ich komme langsam in die Verlegenheit, dass ich anfangen muss, die Folgen zu schneiden, weil ansonsten geht irgendwie immer die Hälfte der Folge für Gartenarbeit drauf. Das will ich euch ja irgendwie auch nicht zumuten.
Oder wir nehmen es halt in Kauf, dass jede Folge dann mit 5 Minuten Arbeit im Garten, im Speedrun beginnt und auch 5 Minuten lang im Speedrun beendet wird. Ich weiß nicht, ich stelle mir das als Zuschauer halt einfach mega blöd vor. Ich sag mal so, ich lasse es euch entscheiden. Wie immer. Wenn ihr nichts dazu sagt, dann bleibt es so, wie es ist. Oder ich... Ach, keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall noch eine Klitzekleinigkeit für die nächste oder übernächste Folge, um das Leben von Lisa noch ein bisschen voller zu packen, weil sie immer noch nicht genug zu tun hat. Aber sie muss dann noch die ein oder andere Sache kompensieren in ihrem Leben. Und Gartenpflege. Ja. Und ich denke, ihr wisst schon, wo die Reise hingeht. Und das ist auch total in Ordnung. Geoffrey! Nein! Was bist denn du? Oh, ich hab das gerade. Oh, ups. Ganz knapp neben den Mülleimer geworfen. Ganz knapp. Oh, jetzt bin ich schon wieder so drin. Ich könnte am liebsten wirklich gleich für 2, 3 Wochen Folgen aufnehmen. Jetzt bin ich wirklich so in der Story drin, dass ich sage, love it, love it, love it. Und möchte am liebsten überhaupt nicht aufhören. So, wir duschen. Natürlich duschen wir. Lisa, duschen. Sofort. 1510 Simoleons für diese Dusche. Nice, nice, nice. Aber wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind, dann geh doch nochmal hier auf die Toilette. Und dann kümmerst du dich bitte weiter um deinen Garten. Gibt es eigentlich sowas wie... So, dass man sich so Vögel im Garten züchten. Also nicht züchten, aber halten kann. Das fände ich irgendwie noch schön. Ich mag zwar MRL-Vögel nicht so gerne. Bin ich kein großer Fan. Aber mega Verkauf. Es ist halt einfach geil. Huch, was ist passiert? Was ist gerade passiert? Ja, räum mal auf. Aber irgendwas ist gerade passiert. Schmerzhafte Hausarbeit, schreckliche Dusche. Was war denn gerade? Irgendwas ist mächtig in die Hose gegangen. Aber was war's? Leute, helft mir. Ach so. Oh. Wegwerfen. Gut, es ist wohl jetzt an der absoluten höchsten Zeit, dass wir einen Mülleimer kaufen. Und zwar für Indoor. Der muss nicht schön sein. Der muss ein bisschen ins Ambiente passen. Und er muss vor allem dann noch nutzbar sein. Gut, jetzt haben wir wieder Geld ausgegeben. Wollte ich nicht, aber das nervt halt wirklich einfach extrem, dass sie nichts wegwirft. Vielleicht ist sie einfach auch zu blöd, Dinge wegzuwerfen. Okay, der Mülleimer scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Sie scheint ihn einfach nur nicht benutzen zu wollen. Dann verkaufen wir hier nochmal und sagen nochmal Garten pflegen. Das machen wir dann bis 15 Uhr. Keine Pflanze benötigt Pflege. Das halte ich aber für ein Gerücht. Mega Verkauf. Gartenpflege. Wow. I'm impressed. Na. Okay. Liebende soll man nicht aufhalten, wa? Dann vergnüg dich mal eine Runde. Danach wird es aber definitiv weitergearbeitet, Schätzelein. Können wir das ein bisschen... Ja, du weißt jetzt, was du magst. Ne? Das konnte man sogar beschleunigen. Ich möchte weiterhin eine Kommode... Na, hast du mir was zu essen mitgebracht? Nee. Du hast mir was zu essen mitgebracht. Ja, dann... Oh, Anna! Anna!
Ich müsste mal Anna und Nalani gleichzeitig hier auf mein Grundstück einladen, weil ich mag nämlich beide unwahrscheinlich gerne und ich glaube, die würden zu dritt ein super Gespann abgeben. Also ich hoffe natürlich, dass sie ein super Gespann abgeben werden. Und wie war unser Techtelmechtel eigentlich? Angenehme Formular. Es gibt nichts Schöneres als sich selbst herum. Nicey. Und gute Schwingungen, gutes Sims lieben es, sich in den positiven Gefühlen anderer zu suhlen. Du bist also positiv, Kengo. Das höre ich gerne. Ernsthaft? Wegen Leben. Lisa scheint einige Sims verärgert zu haben und erwartet ein paar fiese SMS. Upsi oder so? Wo ist sie denn? Ach da. Du siehst irgendwie wütend aus, Schnecke. Oh, jetzt weiß ich auch, warum ich mich gemutet hatte. Ich hatte mich gemutet, weil ich niesen musste und danach habe ich mich nicht mehr entmutet. Kann das sein? Test? Jawohl, ganz genau so war es. Ihr habt mich gar nicht niesen hören. Schön. Tut uns leid, dass wir dich verpasst haben, aber wir bringen Essen vorbei, wenn wir welches übrig haben. Ja, ihr habt mich nicht verpasst. Ihr seid halt einfach blöd. So, und es ist das Romantikfestival. Das schreit natürlich eigentlich nach einem Date mit Makoa und mir. Aber ich glaube, heute bleibt noch eine Makoa-freie Folge, der wir uns heute richtig auf unser Business beschränken. Ich habe irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass wir gerade mehr Geld ausgeben, als dass wir es einnehmen. Waren wir nicht vorhin schon fast bei 9000 Simoleons oder waren wir. Oder halluziniere ich schon wieder? Du versuchst nicht einmal mit mir abzuhängen. Bist du mittlerweile zu gut für mich? Ja! Von was kriege ich denn Geld gerade? Aber wir speichern doch. Oh nein, das wollte ich nicht. Ugh, damn. Mist. Das Wasser speichern wir ja auch. Ich will Energie speichern und nicht verkaufen. Woher? Also warum verdienen wir Geld? Mit was? Ich bin irritiert. Ich bin echt irritiert. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Hallo Nalani. hallo Lisa. Ich hatte Lust auf ein Tässchen Sakura-Tee. Hast du Lust, mit mir zum Romantik-Festival zu gehen? Weißt du was? Zu viel zum Tee. Ich bleibe meiner Linie total treu, ne? Ich bleibe meiner Linie richtig treu. Nee, heute stellen wir mal total unter Business. Machen wir eine komplett freie Makua-Folge. Machen wir nicht. Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Oh, ich habe gerade einen Kommentar gelesen. Oh, mit zwei Namensvorschlägen. Die muss ich mir aufschreiben und merken. Ich habe keinen Stift und ich habe auch kein Gehirn. Verdammt, ich muss auf jeden Fall diesen Kommentar mir versuchen zu merken. Die fertige Schnitzerei. Nice. Also hier kommen wir ja gar nicht an unser Inventar ran. Hat sich erledigt, Nea. Lass das mal bleiben. Und natürlich müssen wir zur Begrüßung unseren Schatzi Makoa erst einmal leidenschaftlich küssen. Und ich würde der Nalani auch gerne guten Tag sagen, aber wie sich das eben für eine gute Freundschaft so gehört, werden wir ihr erstmal die ganze Zeit von. Was auch immer ihr für Plenty seid, ich will euch haben. Wir müssen Tee trinken. Ja, dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du was weißt. Oh, Nalani. Oh, das war cute. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn da jetzt geerntet? Das können wir verkaufen. Drei Rosen. Kann ich die denn auch anpflanzen? Das ist jetzt die große Quizfrage. Löwenmäulchen interessieren mich nicht. Und Gänseblümchen. Oh, Gänseblümchen sind zwar cute, aber. Paradiesvogellume, den behalte ich mal. Das klingt irgendwie spannend. So.
Und dann heißt es ja, dass wir Tee trinken wollen, also trinken wir gemeinsam alle eine Runde Tee und genießen unser Leben. Wo ist denn Makoa? Ist Makoa schon wieder nach Hause gegangen? Nee. Das ist so der ewige Sims-Fluch bei mir, dass die Kerle, wenn wir irgendwo mit denen verabredet sind, mich einfach direkt wieder stehen lassen. Ein absoluter Fluch, ich sag's euch. Aber offenbar ist das in dem Fall nicht so. Wir verbringen jetzt Zeit mit den uns aktuell außerhalb der Familie liegenden zwei wichtigsten Menschen in unserem Leben. Und ich will auf jeden Fall... hallo, bei euch geht's aber auch hier alles her. Frisch verliebt, hä? Arrow! Hat sie nicht gemacht. Schön. Och, ihr zwei seid solche Cuties. Und Lisa muss natürlich erstmal Makoa erzählen, dass sie ihn so heiß findet. Und sie muss ihm auf jeden Fall erzählen, dass sie einen kompletten Traum von ihm hatte. Und da muss sie auch definitiv so viel erzählen und wie es nur geht, weil es einfach... Und dann Nalani lacht sich einfach nur schlapp und denkt sich so, oh Gott, die sind so cute. Die zwei zusammen, ne? Ach ja. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass es kokett macht, wenn man diesen Tee trinkt. Aber wir wollen hier auf gar keinen Fall Geld ausgeben. No. Oh, guck die zwei doch an, Leute. So cuties. Und wir versuchen gerade die Beziehung auch wieder auf das höchste Level zu bringen. Denn mir gefällt es nicht, dass hier immer noch Platz in den Balken ist, während jetzt... Aha. Bist du etwa besäftet? Ich wollte dich natürlich nicht ausgrenzen. Wir wollen dich natürlich involvieren. Und... Ich werfe mal Blütenblätter, aber ich will... Also das... Oh nein! Sie kann unseren Freund nicht ausstehen. Schlimmstes Szenario. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Das war jetzt nicht so der Plan, ne? Aber Nalani, warum magst du denn Makoa nicht? Er hat dir nichts getan. Doch, weißt du, also... Er nimmt dich mir weg. Er nimmt dich mir einfach weg. Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen verleitet, einen kleinen Streit anzuzetteln zwischen den beiden. Weil ich glaube, Lisa reißt sich aufgrund des Festivals nochmal ein bisschen zusammen, weil sie das in der Öffentlichkeit nicht mag, eine Szene zu machen und zu bekommen. Aber ich glaube, das hat die Lisa jetzt gerade schon sehr getroffen, dass ihre beste Freundin ihren Freund nicht gut findet und das nicht supportet und ihr einfach nicht gönnt, dass sie nach allem, was ihr passiert ist, jetzt nicht glücklich, also ihr das Glück einfach nicht gönnt. Das, diese Stimme geht mir so auf den Zünder. Du bist, ich wollte gerade sagen, du bist doch bestimmt Vicky. Ja, es ist Vicky. Wir mögen Vicky nicht. Also darüber müssen wir, Lisa, müssen wir noch mal ein bisschen nachdenken, weil das ist wirklich etwas, das ist sehr schade. Und das hätten wir uns irgendwie anders gewünscht. So, die Liebe, der Liebesbalken ist gleich wieder, so, noch ein romantisches Kompliment, dann haben wir das, glaube ich, wieder voll im Griff. Oh, Cuties, Halsgeschlabber. Bei dir fühle ich mich wie ein Mann. Was? Weiß jetzt nicht, wie ich das auslegen soll. Okay, aber wir müssen unsere freundschaftliche Bindung irgendwie wieder ein bisschen festigen. Und, du bist krank, stimmt's oder habe ich recht? Oder bist du einfach nur besäftet? Ja, Nanani, das war jetzt echt blöd, dass du
das gemacht, mir gezeigt hast, dass du meinen Freund nicht magst, weil das ist so, das steht jetzt irgendwie zwischen uns. Ich bin einfach nur die ganze Zeit kokett zu dem. Ich möchte doch hier. Und Hips don't lie, wie er auf sie abfährt. Was ich aber auf jeden Fall noch, ich glaube, ich habe das in den letzten Folgen schon mal nachgeschaut. Ich möchte aber... Gott sei Dank. Gott sei Dank. Makoa ist auf jeden Fall verknallt. Oh, um Gottes Willen. Ich hatte gerade schon so Bedenken, dass Makoa gar keine gar keine tiefen Gefühle für Lisa empfindet, sondern nur diese Verbundenheit, aber keine Liebe. Und aber dass er da verknallt ist. Nur nein! Oh, wir lesen keine Gefühle von Lisa gegenüber Makoa. Lisa ist verknallt, aber Makoa nicht. Warum nicht? Ich möchte aber, dass Makoa in Lisa verknallt ist. Und warum hat sie ein verkehrt rumes Fragezeichen als Tattoo? Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich ihr das Tattoo gegeben habe. So what? Makoa, ich weiß, das ist jetzt alles schwierig für dich. Mit der Situation mit deiner Frau und so. Aber ich dachte, du hast dich für uns entschieden. Und wir machen jetzt die Katastrophe komplett. Moment, halt. Wir machen die Katastrophe ganz kurz mal ein bisschen komplett. Ja. Ach, er ist schon nicht mehr verheiratet. Ach, krass. Das geht schnell. Ich dachte, das dauert tatsächlich noch so ein bisschen, bis sie dann sich wirklich trennen oder so. Aber er ist tatsächlich schon getrennt. Aber das würde ja bedeuten, dass er eigentlich... Wie komme ich denn an seinen Stammbaum dran? Wie komme ich an seinen Stammbaum ran? Beziehungen. Ansehen? Okay, das lassen wir. Will ich euch jetzt auch nicht in der Folge mit langweilen, wie ich rausfinde. Wie ich rausfinde, wie seine Frau zu ihm steht und oder wie er zu seiner Frau steht. Ich weiß halt nicht mehr, wie seine Frau heißt. Das ist mein aktuelles Problem. Aber das Festival ist jetzt gleich vorbei, genauso wie diese Folge. Ja, Mensch, Nea, das hast du wieder perfekt getimed. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Was machst du denn? Dein Tampon. Ja, okay. Das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Solange wir dabei kein Geld ausgeben. Jetzt wüsste ich allerdings trotzdem noch gerne. Doch, Nalani ist noch da. Na also. Dann können wir ihr Beziehungstipps geben. Ich meine, sie ist zwar verheiratet, aber darüber sie spricht halt super wenig über ihren Mann. Sehr seltsam. Und das Festival ist vorbei. Okidoki, dann... gucken wir, ob wir hier noch irgendwelche Pflanzen... Ach, schau mal an. Das raff ich ja jetzt erst. Nee, das malen wir zur Not selber. Also muss ich echt gestehen. No, like always, I'm too late. Like always. Sie fühlt sich miserabel, weil sie sich Folge gemacht hat. Das ist tatsächlich tragisch. Ich beende an dem Teil die Folge. Hoffe, dass wir in der Zwischenzeit nicht sterben oder ihr es nicht verpasst. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in Folge 18 wieder. Bis Danny. Tschüss.